Muss vielleicht auch nicht. Ja gut, jetzt ist jetzt hier gerade ein passender Schnitt vielleicht eigentlich. Dann, genau, dann würde ich sagen... Gehen wir in den Filmbereich und du kannst das auch, wenn du ruhig... Wir schauen einfach erstmal, bis das nächste Spiel anfängt, in die Film-Review. Warum sagen wir einfach in dem Filmausblick... Filmkritik. Na, Filmkritik, ich weiß nicht. Bewertung. In die Bewertung des lieben Buddies zu dem Film Hör rein. Ab dafür. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Bei den Oscars habe ich mich noch danach gesehnt, jetzt habe ich es endlich geschafft und mir Spike Jones Her ansehen können. Her. Die Prämisse ist schnell erzählt. Theodore, gespielt von Joaquin Phoenix, verliebt sich nach einer erschütternden Trennung von seiner Frau in sein neues Betriebssystem namens Samantha, das wie bei allen anderen Menschen seiner Zeit allgegenwärtig auf den etablierten Smart Devices installiert ist. Es klingt schon ein bisschen wie die Big Bang Theory Folge, in der sich Raj in Siri verliebt, oder? Regisseur Spike Jonze geht jedoch einen Schritt weiter und betrachtet dieses durchaus plausible Liebesszenario mit einem ernsten, aber dennoch nicht weniger witzigen Blick. Plausibles Liebesszenario? Ja, ihr habt richtig gehört. In einer Welt, in der Leute sich mit ihren Haustieren vermählen oder fleischliche Beziehungen mit Online-Charakteren oder wohlgeformten Kissen eingehen, scheint die Liebe zu einer künstlichen Intelligenz auf dem eigenen Handy schon gar nicht mehr so absurd. Wenn es den Leuten Spaß macht und sie keinem wehtun, bitte. Natürlich wäre so eine Geschichte nichts ohne eine gute Stimme, die die KI mit liebevollem Leben füllt. Und dafür ist nach einer kurzen Umbesetzung nach Drehschluss niemand Geringeres als Scarlett Johansson eingesprungen. Und beeindruckenderweise ergibt sich zwischen ihr und Phoenix eine hervorragende Chemie. Und das, obwohl sie sich niemals vor, während oder nach der Dreharbeiten getroffen haben. Spike Jonze pastellfarbige Beobachtungen können sich dabei definitiv sehen lassen. Denn dieses liebevolle Zusammenspiel ist dabei in eine äußerst glaubwürdige Zukunft gehüllt. Von der technischen Entwicklung der Smart Devices über Videospiele und die Lebenskultur, alles ist verpackt in einer logischen Weiterentwicklung des heute modernen Designs. Natürlich lässt sich über den Geschmack der zukünftigen Bewohner von LA streiten, aber das kann man sicherlich jetzt auch schon. Und zumindest in einem kurzen Satz möchte ich noch die hervorragende Kameraarbeit des Holländers Hoyt van Hoytema loben. Mein Fazit: Spike Jonze hat mit Her ein liebevoll skurriles, modernes, witziges und exzentrisches Machwerk produziert, das einen interessanten Blick auf eine mögliche Zukunft unserer Spezies gewährt. Diesmal halt ohne Krieg und Weltuntergang. Hattet ihr schon die Chance, Her zu sehen? Was haltet ihr sonst von den Qualitäten von Spike Jonze als Regisseur? Schreibt es in den Chat oder später in die Kommentare. Seid immer lieb zu eurem Betriebssystem und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.